Staatliche Unterstützung. Mehr als 200.000 Menschen in Bayern sind auf Essensspenden angewiesen, darunter immer mehr Senioren. Die 169 Tafeln im Freistaat sind überlastet, das soll sich nun ändern. Im Doppelhaushalt 2019-2020 stellt das Sozialministerium nach eigenen Angaben pro Jahr 100.000 Euro für die Unterstützung der Tafeln bereit. Rechtlich gesehen sind in Bayern aber nicht das Land, sondern die Kommunen für die Tafeln zuständig.